Hallo meine Lieben, die Lana kommt heute wieder. Ich bin sehr gespannt, ob sie mit dem Umstieg klarkommt von 3 Wochen normales Leben in Deutschland zu Leben in einem Van hier in Spanien. Zuallererst machen wir ein paar Besorgungen. Wir wissen ja, sie kocht sehr gerne. Das heißt, ich werde einen Vorrat an Gas einkaufen. Dann werden wir noch ein bisschen was zu essen holen, sodass wir bei ihrer Ankunft ein paar kleine Geschenke haben und sie so richtig schön willkommen heißen können. Ey, die haben hier zum Verrecken einfach kein Gas. Das kann's doch nicht sein. Was wollen Frauen denn so? Was finden die so? Wie wär's mit so einem Bolzenschneider? Oder so eine Brechstange. Boah, da wird sie sich freuen, bestimmt. Hola. Do you have a camping gas? Okay. Gas? Gas. Ja. Yes! Schon sagen, ey. Hätten sie Lana sehr traurig gemacht. Muss ich jetzt noch Müll loswerden? Bisschen sauber machen? Weil Lanas Camper ist nicht hier um Ecke, sondern über 100 Kilometer entfernt und fragt mich mal, ob ich den Reifen vom letzten Video repariert habe. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe den Übeltäter ausfindig machen können. Guckt euch diesen dicken, fetten Nagel da drin an. So einen Wemser hatte ich da noch nie. Das heißt, wir müssen dann morgen auf jeden Fall das alles reparieren, bevor wir die lange Fahrt antreten. Aber zuallererst müssen wir uns auf heute konzentrieren. Also ab zum Aldi, um irgendwas zu finden, womit wir ihr ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können. Ja, Pina, da steht er drauf. Ananas, boah, das klebt ja richtig hier drin. So, Wein. Ich weiß nicht, den werden wir wahrscheinlich eh nicht trinken. Den habe ich aber gerne einfach so dabei. Eistee, so Zuckerstangen und Pina. Soweit bin ich schon mal. Boah, ich weiß was. Wassermelonen, die steht unheimlich auf Wassermelonen. So, da wären wir. Schaut mal. Da ist ein Radar. Da ist der Flughafen. Von wegen, ich bezahle für den Parkplatz. Hier, schön. Olivenfeld. Ich nehme an, der Bauer wird jetzt abends nicht kommen. Und ich würde gerne meinen Van kenntlich machen, dass Lana auf jeden Fall weiß, dass wir das sind. Das war schön. Hier wird jede Lana vom Flughafen einsteigen. Das wirkt gar nicht dubios oder so. Lar! Leir! Ja, sie schreibt mir, sie bordert jetzt. Ist komisch, heute ist die Zeit so vorbeigeschossen, ne? Und jetzt habe ich alles fertig, jetzt habe ich 3 Stunden zu warten und ich bin so aufgeregt, dass die Zeit einfach zum Verrecken nicht vorbeigeht. Da hinten das Licht, seht ihr es? Da kommt sie. Wow. Wow. Das ist echt beeindruckend. Hallo Lana, willkommen in Spanien. Okay, los geht's. Ich kassiere jetzt eine Strafe, weil ich hier parke. Toll, ey. Komm. Siehst du, was an der Seite steht? Komm, komm. Sie ist wieder da. Also dein Gewerbe hast du noch, ne? Ja. Okay. Ja, das wird noch nützlich sein, denke ich. So, meine Süßen, wir haben jetzt die ganze Zeit über persönliche Sachen gelabert. Lana war ja 3 Wochen in Deutschland, um Bürokratiezeugs und sowas zu erledigen. Und wir mussten einfach über alles sprechen, das kann ich nicht filmen. Ist die Linse dreckig? Hallo? Hallo? Jedenfalls machen wir uns jetzt bettfertig. Am Morgen geht's weiter, wir sind komplett im Eimer.
Warum? Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ja? Boah, ich hab das so vermisst. Ich bin mich gerade richtig emotional. Oh, ist das schön. Krass, ich hab das so vermisst. Ja, das ist krass, ne? Hammer. Erste freie Stunde in Spanien und sie klaut Mandeln und knackt sie. Das ist eine wilde Lana im Nesttrieb. Wir halten ein bisschen Sicherheitsabstand, damit sie sich in ihrem Nest richtig breit machen kann und ordentlich ankommen kann. Okay, wir lassen die mal alleine, weil ich glaube, die muss erst mal richtig an... Fahren wir los! Okay, was ist damit? Nee. Wie wär's damit? So eine Burg? Nein. Was ist damit? Nee. Wie findest du das? Junge! Mhm. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schön. Ja, das ist echt schön. How often can I do this? Well, it's just a hole, you touch it and that's it. Yeah. And it's not a big deal. But how many times? I have no idea. He'll let you know. We'll find challenge out. Accepted. Da geht die Sonne unter und da hinten geht die Sonne auf. Also hier werden wir Schatten haben die ganze Zeit und morgen früh werden wir von meinem Auto dann hier Schatten haben, so denke ich mir das. Und? Hat Spaß gemacht zu fahren? Ja, aber. Das Fahren ist echt das Beschissene. Ich habe das Gefühl, wir sind 3 Jahre lang gefahren. Echt? Endlich muss ich diese nicht mal alleine laufen. Das ist voll deprimierend, wenn du plötzlich alleine solche Berge hoch musst und so. Das sieht gut aus, ne? Ich meine, es ist auch eine gute Entscheidung, jetzt zu gehen, wo wir den Schatten des Berges genießen können. Also gut, dass es so lange gedauert hat, bis wir hier hinkommen. Ja. Ist abgezäunt, ne? Ja genau, wir stolpern dann gleich über den Zaun. Kennen wir ja. Wow, da, ne? Ja. Da sind irgendwelche Zeichnungen von von Steinzeitmenschen oder was? Mhm. Manchmal denke ich mir auch, kann ja eigentlich auch jeder hingegangen sein und einfach was hingemalt ja, haben. Ja, so. Ne? Jetzt liegt da so ein Edding. Da auch, das sieht cool aus. Viecher. Ja. Das ist irgendwie gemütlich. Das sieht aber nicht gemütlich aus. Sauber? Ich glaube, ich verzichte. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt komplett falsch. Nein, das ist es nicht. Nein, das ist fake. Das ist alles fake. Oh, das ist aber nicht zum Klettern geeignet. Guck mal nach oben da. Stell dir vor, da steht jetzt ein Typ oben, ne? So sehen Fische uns. Blub, guck dir den Idioten da oben an. Blub, blub, blub. Und dann schwimmst du hier lang. Du, 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 du. Hier ist alles total sandig.
Weißt du, was da unten auf dem Schild steht? Ich habe mir das durchgelesen. Ich habe heimlich Spanisch gelernt und weiß, was da drauf steht. Der liebe Gott dachte, dass das Eis wäre. Und dann ist er mit seinem Löffel hier reingegangen und hat diese Ecke da so weggeschaufelt. Hat den in den Mund genommen und so, boah, schmeckt ja voll nach Sand. Und deswegen ist das so leicht geschmolzen da. Ja, aber da oben war mal irgendwie so ein See oder so ein Fluss und da ist ein bisschen Wasser durchgelaufen. Das hat er dann ein paar tausend oder Millionen Jahre gemacht und dann ist das so ein Riesending geworden. Ein paar Millionen später sind die irgendwelche Platten aufeinander gestoßen und haben das alles in die Luft gedrückt. Ist verrückt, ne? Und jetzt sitzen wir hier drin. Hat der Raum unter Wasser komplett? Das alles, der Raum war unter Wasser. Das sind alles so diese Wasserspuren hier. So krass, was für Lebewesen wir schon drin waren. Ja, ja, klar. Ja. Ja, Dinos und alles Mögliche, ne? Und jetzt wir! Ja! Können wir da hinten so runter und dann zurück, meinst du? Hier runter? Mhm. Das sieht aus wie eine verdammte Klippe. Ach so, ich meine allgemein. Ja, aber unser Auto ist da unten irgendwo. Warte, lass mich mal kurz gucken. Das kann doch nur gut werden. Da ist kurz zuversichtlich und je weiter ich gucke, desto schlimmer sieht es aus. Oh. Es geht aber eigentlich. Lass es doch normal runtergehen. Aber das ist doch ein Weg. Ersten Tag wieder in Spanien, man will sich umbringen. Ich muss alles rauslassen, was ich in Deutschland nicht machen konnte. Ganz normal. Ganz normal, auf allen Vieren. Sieht aus, als ob das so ein Gemälde wäre, ne? Langweilig! Wow. Warum ist das so hohl? Ist das eine Überraschung für dich? Stampf da noch ein bisschen mehr drauf rum. Musiker, weißt du? Sieht aus wie eine Falle. Das ist so dumm, dass es wieder witzig ist. Tobi und Lana, wieder vereint. Tobi und Lana. Tobi und Lana, wieder zusammen. Tobi und Lana schert mich nicht über den Kamm. Warum hast du immer so schlechte Reime? Tobi und Lana, Abenteuer. Tobi und Lana, später machen wir Feuer. Tobi und Lana, du bist dran. Was machst du denn da? Yoga. Das ist Yoga, einfach auf dem Boden rumliegen? Nein, am Ende. Das heißt Vipassana, wenn du nach der Übung... Also nichts machst du. Störst. Aber ist das nicht erhöhter Schwierigkeitsgrad? Wenn oh mein Gott. Ja, eigentlich schon. Und wie geht's dir? Im Gegenteil sag ich, ignoriere dich einfach gekonnt. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Das ist ein Alltag, ne? Meditiert morgens erstmal und dann spielt sie Gitarre. Richtiges Drecksleben. Richtiges Drecksleben. Wie findest du es denn bisher so? Ich hatte so Sorge, dass du dir denkst, ey, ab und zurück nach Deutschland. Ich will lieber zu Hause rumsitzen. Ne? Ich dachte auch erst, dass es einige Tage dauert, um sich umzugewöhnen. Aber es war am zweiten Tag alles wieder so natürlich. Ja, es ist komisch, ne? Ich kann das irgendwie nicht in Worte fassen, warum ich in so einem kleinen Bus besser drauf bin als... Ne, mit einem fetten Haus zu Hause. Also was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass wirklich alles schon für dich erledigt ist. Du kannst eine Dusche haben, wann du möchtest, nach Hause. Ja, stimmt. Und irgendwie alles ist so viel zu einfach. Und auch in diesen vier Wänden zu sein, du hörst deine Umgebung nicht. Ich habe gemerkt, dass ich mich da richtig schnell unwohl gefühlt habe. Mhm. Also eigentlich ist das ja voll das Privileg, ne? Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ist es eigentlich, ja. Ne? Und man fragt aber sich, warum bin ich nicht zufrieden damit? Das weißt du, was ich vor zwei Jahren oder so für eine Theorie aufgestellt habe? Mhm. Ist, unser Körper und unsere Psyche ist ja für die Natur gemacht, ne? Leben im Wald. Und da musst du ja fast jeden Tag ums Leben kämpfen. Mhm. Und dann nehmen wir diesen Körper und diese Psyche und packen die in eine fertige
gesagt, weißt du, das Leben ist schon fertig. Aber dein Körper, der dafür gemacht ist, um das Leben zu kämpfen und deine Psyche auch, die fühlen sich dort einfach unwohl. Boom, Depression, boom, alles. Ich muss auch ehrlich sagen, dass du dich einfach so unerfüllt fühlst. Du hast das Gefühl, ja, okay, klar, könntest du jetzt 1000 Sachen machen, aber es sind alles komfortable Sachen. Netflix gucken, zocken, ja, einkaufen gehen. Aber du hast keine Probleme, die du irgendwie lösen musst, die dich erfüllen würden. Zum, ja, Beispiel Wasser holen, wenn man hier mitten in der Dürre irgendwo ist. Ne? Ja. Die Aussichten auch zu haben, die Flexibilität, dahin zu gehen, wo es sich am besten anfühlt. Ne? Ja, und ich finde auch, gerade im Van, so jeden, weißt du, alles sortiert zu bekommen, weißt du, seine Höhle richtig auszubauen und sowas, ne? Ja, das sind so Kleinigkeiten, ja, so kleine Upgrades. Das ist, ja, guck mal, bei mir im Auto sieht ja alles aus, als ob ich alles vom Sperrmüll von der Straße aufgehoben hätte, ne? Aber jeden Morgen komme ich daher und nehme meine Klamotten aus meinem selbstgebauten Schrank. Den Schrank habe ich selber gebaut, weißt du? Und das ist eine echte Erfüllung. Hätte ich den Schrank gekauft, dann wäre das so, ja, jemand anders hat das alles designt, jemand anders hat die Fähigkeit, so einen Schrank zu bauen, weißt du? Und auch so klapprig, wie das Ding ist, das erfüllt mich irgendwie. Ich hole meine Klamotten aus meinem selbstgebauten Schrank. Das ist irgendwie so, das ist so das, was so geil ist. Ja, und ich glaube, es ist auch so ein Gefühl von Unabhängigkeit, dass du weißt, dass du nicht unbedingt jemanden brauchst, wenn du Probleme damit hast, also um das zu fixieren. Wenn du jetzt in einem Haus bist, dann musst du irgendwie einen Heizungsmenschen holen oder was. Du hast alles gebaut, du weißt, wo jede Schraube ist, du weißt, wie man alles fixiert, auch an dem Auto teilweise. Und wenn nicht, gut, dann kann man ja immer noch was von Leuten unterwegs lernen. Mhm. Aber die andere Sache ist dann auch noch, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, dieses sofort draußen sein, weil es ist so einfach, sich zu Hause zu isolieren und nicht raus in die Welt zu gehen und Leute kennenzulernen, ja, oder irgendwie was zu unternehmen oder die Natur zu genießen. Man ist sich halt zu bequem und das ist wie so eine kleine Box, in die man sich gesteckt hat, weißt du? Und man denkt, dass es gut für einen ist, aber eigentlich sind, ja, wir nicht dafür gemacht. Genau, weil ich finde das mit dem Heizungsmenschen zum Beispiel. Ich muss jemanden bezahlen, der etwas besser kann. Was sagt es meiner Psyche? Ich hole jemanden, der das besser kann und ich kann nichts. Und das ist so, finde ich mich so super unzufrieden. Und bei dem Karren kann ich alles. Zahnriemen gewechselt, die ganze Bude habe ich selber ausgebaut. Wenn da irgendwas kaputt geht, dann bin ich der Fachmann dafür, der das macht was. Und das erfüllt mich mit Stolz. Ja, oder du kannst jemandem was beibringen, weil das ist mehr so teach a man how to fish. Das heißt, genau, unterwegs, wenn jemand anders ein Problem hat. Zum Beispiel, ich habe auch schon von dir gelernt, wie man jetzt die Batterie wieder, ja, auflädt. Wenn so nach 2-3 Jahren wurde ich dann auch irgendwie zu so einem, was auf Campingplätzen bin ich oftmals der Vanlife-Papa. Da hat jemand mit einem Auto ein Problem. Die sehen, dass ich so ein gestörter Typ bin, der schon seit 100 Jahren in dem Ding wohnt. Der weiß cool Bescheid. Ja, und das ist so dieser Stolz in diesen eigenen Fähigkeiten. So. Also zurück nach Deutschland, das freut mich schon mal. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann probiert das mal aus. Ich denke, wir machen Feierabend hier mit dem Video, ne? Sie ist wieder da? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe viele Sachen weggelassen, weil wir beim Wiedertreffen halt so viele Sachen besprechen mussten. Das ist halt einfach kein öffentliches Thema. Ja, ich habe es tatsächlich hinbekommen, meinen Reifen zu reparieren. An dieser Stelle wieder mal vielen lieben Dank an euch für die Spenden. Die Reparatur des Reifens ist von Nils Pferd bezahlt worden, weil er es explizit gesagt hat, ansonsten gehen die Spenden alle direkt in die Videos rein. Ja, ich habe einen Job, ich kann mir das alles so finanzieren und die Spenden gehen einfach nur in verrückte Bauideen und sowas rein. Das kommt alles noch. Vielen lieben Dank an Max für die 5 Euro, Love the Forest 6 Euro. Hab erst 3 Videos gesehen, schau mir die anderen an. Ich merke das. Da kommt ein Kommentar nach dem anderen von dir reingeflattert. Dankeschön. 2 Euro von Ernie Bert, danke. Und dann habe ich noch ganz liebe Grüße an Sophie. Hallo Sophie. Sophie. Ich hoffe, dir geht's gut. Lars Hader schreibt, danke, dass du mein Leben lebst, du Junge, komm raus, Mann. Komm raus. Bau dir so ein Schrottauto und komm raus. Olaf Wiebig, mal wieder 5 Euro. Dankeschön, Mann. Ravio Metal. Ja, da schreit sie, hey, dich kennen wir auch seit Ewigkeiten, Mann. 12 Euro, verfolge deinen Kanal seit einem Jahr, ich weiß. Ich habe so viel Wissen von dir, dass mir mein Vanlife so weiter hilft. Vielen Dank. Ja. Könnte immer wieder sagen, das höre ich immer wieder gerne. 25 Schweizer Franken. Einfach gut, danke, Gruß von Reisencamp. Vielen lieben Dank. Beste Grüße in die Schweiz. Ich komme bald. Also, ich komme bald zu euch. Barbaras, 10 Euro, Dankeschön. Auch Annika Hoffmann, lieben, lieben Dank für die Spende und die super tolle Nachricht. Bestimmt trifft man sich irgendwann mal da draußen. Stefan Jappes, vielen lieben Dank. Ich bin ein ehrlicher Typ. Ja,
Ich finde es anstrengend, unehrlich zu sein. Ist doch so, ne? Ja. Stell dir vor, ich würde Schauspielern. Dann würde ich alle zwei Wochen so ein Video rausbringen. Da muss ich mir auch alles merken, ja stimmt. 50 Schweizer Franken von Astrein. Boah, Leute, übertreibt's nicht. Wie immer kann ich nur sagen, schickt mir bitte nicht zu viel. Das verunsichert mich ehrlich gesagt total. Lutz Großart, besten Dank. Er betreibt beruflich Vanlife. Ist auch geil eigentlich. Das mit Schwertransporten zu kombinieren. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hört sich echt, habe ich bisher noch nicht gehört, aber es hört sich richtig gut an, du. Anderl. Wieder ein super Video, danke. Ich hab zu danken. Ihr seid einfach die Besten. McCoolie70, dankeschön. Vielen Dank für den Osman-Tipp. Ey, gerne. Da fällt mir bei ein, ich habe vergessen zu erwähnen beim letzten Video, dass man Osman im Play Store mit Beschränkungen runterladen kann oder auf F-Droid komplett gratis die Vollversion herunterladen kann. Es ist komplett legal. F-Droid ist sowas wie Play Store, ist eine App Store, die aber nur Apps zulässt, die vollkommen gratis sind. Und deswegen musste Osman eine vollkommene gratis Vollversion für F-Droid rausbringen. Ich benutze selber persönlich viel F-Droid. Da sind viele coole Apps drauf. Und da alles Open Source ist und so weiter und so fort, weiß man auch, dass man keine Tracker und keine Viren dort hat und sowas. Vielen lieben Dank an euch alle, auch all eure Kommentare. Ich liebe die ohne Ende. Da sind so geile Stories bei, auch wenn es nur ein kleines Dankeschön ist oder so, das freut mich immer wieder. Abends liege ich gerne im Bett und lese einfach Kommentare zum Einschlafen. Nochmals danke fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aufhören. Ich schreie die ganze Zeit in die Aufnahmen rein. Hab euch lieb. Wir sehen uns unterwegs. Ciao.